Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Ja. Ist das Video aus oder fängt es an? Keine Ahnung. Schön, viel Spaß beim Zuschauen. Und falls das Video jetzt aus ist, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, drückt Gefällt mir, abonniert den Kanal. Nadja, abonniert den Kanal, drückt Gefällt mir. Ich habe schon abonniert. Wir müssen weitermachen. Falls es zu Ende ist, müssen wir auch weiter. Wir machen weiter. Schaltet ein, bleibt dabei. Gestopft habe ich jetzt alles. Graswolle und Steinwolle ist drin, mir ist die Steinwolle wieder ausgegangen, jetzt habe ich mit Graswolle weiter, aber wird ja kein Problem sein. Und hier habe ich jetzt diese Distanzhalter, damit die Abstände gleich sind, dass bei den Eisenplatten die Bohrungen immer gleich sind und das schön in einer Flucht verläuft. So, jetzt lege ich mir das hier auf, jetzt kann ich mir das schön bohren, Schraube hinein, dass es hält. Und mit dem Backe gehe ich immer weiter, damit das perfekt passt. So, zweite Reihe, hier kann man wieder gut sehen, die Distanzhalter. Ich gebe zwei Schrauben überall, da das hinten so dünn ist, und lieber zwei, dass es ordentlich hält. Hierzu habe ich noch so alte Kreuzschrauben, die nehme ich für das, dann kommen sie weg und hier ist das quasi. Kein Problem. Eine Schraube ist mir hinuntergefallen. Das muss man jetzt nicht so machen, dass man eine Schraube fallen lässt. Das habe ich mir fixiert nur, dass es nicht wegfällt. Und jetzt gehe ich hier zum nächsten her, halte mir das runter mit einer Hand quasi. Jetzt halte ich es mit dem Ellbogen, da ich ja die Kamera halte. Hier so mit dem Ellbogen halte ich es runter und mit dieser Hand halte ich die Kamera komplett kompliziert. Jetzt habe ich bis da hinten gestrichen, dieses eine Eck muss ich noch streichen. Da könnt ihr mir ein wenig zuschauen, aber nicht zu viel, denn sonst verliert ihr selber die Motivation beim Streichen, wenn man sieht, wie langsam das geht. Mit einem kleinen Pinsel. Ich streiche wie immer mit einem kleinen Pinsel, damit es noch länger dauert. Hier, das ist schon gestrichen. Hier ist es noch abgepickt. Hier ist es auch noch abgeklebt. Und wie gesagt, das obere ist noch nicht fertig. Hier muss ich auf die Absaugrohre warten, damit ich weiß, wo genau ich durchgehe. Und dann kann ich weitermachen mit den Eisenplatten. Und hier, das habe ich abgeklebt. Hier und hier, das muss ich jetzt noch streichen. Unten lege ich mir was unter, damit ich den Boden nicht verschmutze. Und hier, dieses kleine Eck habe ich jetzt noch. Zum Glück habe ich die Fensterleibungen schon herausgestrichen, denn sonst hätte ich das ganze Fenster abkleben müssen und das wäre viel Arbeit gewesen. Ich fange an von oben immer zum Streichen und streiche nach unten. Das mache ich, wenn was runtertropft, dass ich das dann quasi gleich wieder verstreiche. Ich betreibe bei sowas auch immer psychologische Kriegsführung, damit es leichter ist für mich. Immer so ein Element quasi, das wird von oben nach unten gestrichen und dann wandere ich weiter zum nächsten Element. Dann kommt es einem nicht so viel vor. Also bei mir funktioniert das. Jetzt werden wir die Sesselleisten montieren. Beim Montieren dieser Platten ist ja bis hier Beton circa gegangen. Hier konnte ich es an die Unterkonstruktion anschrauben und hier unten musste ich es mit diesen Backen ausgleichen. Jetzt kann sich diese Platte ja unten wegdrehen. Aber wenn man das jetzt antübelt an den Betonsockel unten, ziehe ich das an die Backe an und die Platte ist gerade. Also so habe ich das geplant. Jetzt habe ich das, die Leiste schon vorgebohrt. Jetzt markiere ich mir das nur unten auf der Birkenplatte. Ganz durchbohren nicht. Ah, jetzt habe ich. Der Eisenbohrer verträgt sich nicht sehr gut mit dem Beton hinten. Ja, ist passiert. So, jetzt bohre ich mit einem Achter vor. Also nicht vor, nach.
Jetzt schlage ich hier die Dübel nach. Jetzt habe ich mir andere Dübel geholt. Die gehen da besser. Also die sind besser geeignet zum Durchschlagen hier. So, das mache ich jetzt bei dieser Länge so, also wo dieses Plattenthema ist mit den Andübeln, werde das jetzt ölen, wenig Schleifen und ölen und anschrauben. Bei der Anschrauben seid ihr wieder dabei, das Ölen haben wir ja schon x1225 Mal gehabt, aber das Anschrauben in so einer gefinkelten Situation ist ganz was Neues und da müsst ihr natürlich dabei sein. So, geölt und abgewischt und ein paar Minuten ziehen lassen, von trocken überhaupt noch gar keine Rede. Und jetzt schauen wir, ob das so funktioniert, dass wenn ich das anziehe, wirklich alles schön nach hinten geht. Perfekt. Ich hoffe, das hat man erkennen können. So, jetzt kann ich die Latte durchhalten und kann sehen, dass ich schnurgerade bin. Das ist jetzt so, weil ich es quasi jetzt hinten an die Backel, die ich angeklebt habe, angeschraubt habe, also angepresst. Und die Backel habe ich ja mit der Schnur, mit der Wasserwaage gerade gemacht, somit ist das jetzt perfekt so. So, jetzt mache ich den Rest noch. Hier muss ich es jetzt noch genauso machen. Und dann ist das schon wieder fertig. Es geht dahin, ein Wahnsinn. Jetzt habe ich die Erdungskabel gelegt. Die Schläuche lege ich jetzt zum Zählerkasten hin. Haben ja auch Reserveschläuche mit eingelegt. Man weiß ja nie, was noch kommt. Jetzt ist mir noch eingefallen, einen Schlauch da nach vorne zu legen, kann auch nicht schaden. Einen etwas stärkeren 25er, da kann man im Notfall auch zwei Kabel hineingeben, falls irgendwann der Bedarf da sein sollte. Ich nehme hier einfach ein Lochband, das schraube ich unten an, lege es so nach vor. Wenn es hält, spanne ich den Schlauch ein wenig an. Und dann gehe ich auf Zug. Wenn man das nur hineinlegt, ohne dass man es mit dem Lochband oder mit irgendwelchen Schläuchhaltern fixiert, tut man sich sehr schwer, wenn man ein Kabel einziehen will. Das habe ich schon mehrmals gemacht, aber dann geht der Leerschlauch so hin und her und es ist wirklich ein ganz wildes Geschichtchen. Also besser fixieren, dann ist jeder glücklich. Der Schlauch auch, glaube ich. Hier kann man erkennen jetzt die Erdungskabel, eines für die Druckluft und eines für die Absaugung. Die gehen unter der Wand hier, die gehen dann hier entlang, hier und gehen hier in den Zählerkasten hinein. Das gebe ich nur mit so einem starken Klebeband an den Überleger an und hier halten die zwingend das Gewicht. Das Klebeband muss nicht lange halten, nur wenn dann das verschallt ist, hält das sowieso. Jetzt geht es ans Eisen quasi. Also ich werde die Eisenplatten vorbohren. Ich habe hierzu so Schlitzschrauben, so alte, mit 6 mm mal 25 mm Länge. Ich bohre 6,5 vor, damit der Schraube schön locker durch das Eisen kann und kann sich hinten am Holz, an der Dachlatte anhalten. Der schwerste Teil ist hier herlegen und der überhaupt schwerste Teil ist aufs Gerüst bringen die Platte und oben hinstellen und anschrauben. Beim zweiten Teil wird mir der Vater helfen, alleine schaffe ich das nicht, ist mir zu gefährlich. Hier herlegen geht gerade noch. Jetzt zeichne ich mir an, wo gebohrt werden muss. Das habe ich mir schon ausgemessen, auf einen Plan geschrieben, dass ich nicht jedes Mal so genau herumschauen muss. Jetzt muss vorgebohrt werden. Jetzt werde ich mir die Bohrungen anzeichnen. Da spanne ich mir eine Latte nieder, dass ich nicht die 15, die ich hineingehe, immer so genau messen muss. 15 und 15 und jetzt 10 hinein, 56. Ja, und von der anderen Seite dasselbe. Und 108. Zweite Reihe auf 50,5. Ich hoffe, man kann mich verstehen. 50,5. Zur Sicherheit setze ich mir auch eine Schutzbrille auf.
Ich habe gerade gesehen, hier fliegt einiges durch die Gegend und ich will natürlich die Augen nicht verletzen. Ich habe zwar einen sehr starken Akkuschrauber, aber mit einer Bohrmaschine mit Kabel geht das deutlich besser. Und hier, das sauge ich einfach weg, dass ich am Boden nicht die Eisenspäne habe. Jetzt kann es eigentlich ans Montieren gehen. Ich muss nur noch warten. Ich bin jetzt noch alleine und alleine, wie gesagt, ist mir das zu gefährlich. In der Zwischenzeit werde ich wie immer ein Kaffee trinken und zwischen 5 und 20, gute Idee. Ich esse einen Keks dazu. So, das ist die Seite, was auf Sicht ist. Das ist auf Sicht. Ja. Dann rauchen wir so, dann haben wir es. Na, wenn sie mal einen Millimeter schwächer sind, sind sie nicht mehr die gefolzten Platten. Und dann sind die nicht so, wie sie jetzt sind. Die haben die scheinen Muster. Wir müssen es noch viel. Da rauf. So wie es steht? Ja. Dann müssen wir es noch zurücklegen, oder? Ui, bist du deppert. Was? Ich muss noch drauf einmal. So gut schwimmen. Ja, aber du holst einmal, damit du es drauf hast. Ja, es geht schon gerne. Ja, aber dann oder was? So, und jetzt auch an die Platten da drüben. Passt, glaube ich, ja. So, passt, was ist du? Ich hol's, ja. Okay. Bitte schön, so wie. Das war der schwarze Teil, das heißt, ist dann nicht mehr so klein. Mhm. Super, ha? Ja, weil ich bin da dran gerade. Dass du die so richtig arbeitest und alles mit der Welt, weißt du? Das ist schon gut. Mhm. Wirst du noch schon wieder sein mit der Maschine, oder was? Ja, klar. Mit der Fräsen. Ja. Na, passt halt. Ich muss einen anderen Bit holen. So, ich geh runter, ne? Halt, zeig, glaubst du, der eine Schraube. Ja, wie ist denn